Hallo, hier ist Muho und es geht weiter mit den Gesprächen zwischen dem 14-Jährigen und seinem Kater Pénétré. Heute im fünften Gespräch aus dem zweiten Teil des Buches geht es um das Thema Liebe. Die Liebe zur Mitte hin und die Liebe aus der Mitte heraus. Zunächst fragt der 14-jährige Mittelschüler seinen Kater: Was denkst du über die Liebe? Und der Kater antwortet: Es gibt zwei Arten der Liebe. Die Liebe, die vom Rand der Welt auf deren Mitte hingerichtet ist, und die Liebe, die aus der Weltmitte bis an den Rand reicht. Angenommen, du bist in ein Mädchen verliebt, dann liebst du so wie einer, der vom Rand der Mitte in die, vom Rand der Welt in die Mitte blickt. Und darauf fragt dann der 14-Jährige: Das kann ich nicht beurteilen, denn so verliebt war ich noch nie. Aber das, was du über den Rand und die Weltmitte sagst, erinnert mich an etwas anderes. Wenn ich für mich allein Musik höre, fühle ich mich manchmal sehr einsam, wenn mir bewusst wird, dass ich in dem Augenblick wahrscheinlich der einzige Mensch im Universum bin, der diese Musik hört. Deshalb sehe ich lieber fern oder höre Radio. Denn selbst wenn das Programm total uninteressant ist, habe ich doch die Gewissheit, dass ich nicht allein bin. Unzählige andere sehen oder hören in demselben Augenblick dasselbe Programm. Ich finde es tröstend, mir das bewusst zu machen. Irgendwie fühle ich mich dann mit der Welt verbunden. Ja, ich weiß nicht, wie vielen das ähnlich geht oder wie viele Menschen diese Erfahrung kennen. Aber zum Beispiel bei einem Fußballspiel, wenn man sich das live anguckt im Fernsehen und wenn man sich das einen Tag später aufgezeichnet anguckt, dann macht das, glaube ich, schon einen Unterschied. Selbst wenn man das Ergebnis noch nicht kennt, wenn man die Aufzeichnung sieht, wenn man weiß in dem Moment, die Entscheidung ist schon gefallen und ich gucke mir da etwas an, was eigentlich schon, ja, alter Kaffee ist, der Zug ist schon abgefahren. Oder wenn man glaubt, ja, mein Daumendrücken in dem Moment kann vielleicht noch den Spielablauf beeinflussen. Das macht schon einen Unterschied, obwohl ich diesen Unterschied jetzt nicht so ausgedrückt hätte wie der Mittelschüler, dass ich mich in dem Moment dann mit der Welt verbunden fühle, weil so viele andere Menschen gleichzeitig zugucken, obwohl das wahrscheinlich auch mitspielt. Könnte sein, dass es für euch, ihr euch dieses Video auf YouTube anguckt, dann auch einen Unterschied machen würde, ob das jetzt ein Livestream wäre und ich jetzt hier tatsächlich in dem Moment, wo ihr euch das anguckt, auch hier in Antalya sitze. Oder so wie es jetzt tatsächlich ist, ihr guckt euch das im Moment auf YouTube an, aber vielleicht seid ihr die Einzigen. Du bist vielleicht in dem Moment der Einzige im Universum, der sich das anguckt. Und ich schlafe derweilen. Und überhaupt niemand anders guckt sich das Video an in dem Moment. Das ist natürlich möglich. So hat das natürlich der Pénétré nicht gemeint mit seiner Unterscheidung zwischen den zwei Arten der Liebe. Die eine Form der Liebe aus der Weltmitte heraus bis an den Rand des Universums und die andere Form der Liebe, die vom Rand des Universums auf die Mitte hingerichtet ist. Und er drückt das dann oder er versucht das dann so zu erklären. Das Zeitgeschehen, an dem wir durch Fernsehen und Radio teilhaben, verbindet uns auch in einem gewissen Sinne mit der Welt. Wenn sich beispielsweise etwas Wichtiges auf der Welt ereignet, wird es sofort live übertragen. Aber ich meine etwas Tieferes, wenn ich von der Weltmitte spreche. Die Weltmitte ist der Ursprung, aus dem alle Dinge ihren Sinn beziehen. So nahe du auch am Zeitgeschehen sein magst, du kannst trotzdem doch das Gefühl haben, nicht mit der Weltmitte verbunden zu sein.
Wenn du dagegen das Gefühl hast, in einer Person der Weltmitte zu begegnen, dann liebst du diese Person. Die beiden Begriffe, die Pinetre hier unterscheidet, sind im Japanischen Yononaka. Und Yononaka bedeutet wörtlich übersetzt alles in der Welt. Also im Lateinischen wäre es wahrscheinlich Mundus, ne, die weltliche Welt. Während der zweite Begriff Sekai ist. Sekai bedeutet auch Welt, aber mehr im Sinne von Universum. Pinetré sagt, die Weltmitte ist der Ursprung, aus dem alle Dinge ihren Sinn beziehen. Also schon fast etwas, was über die Welt hinausgeht, was hinter der Welt steckt. Etwas, was auf alle Fälle mehr ist als einfach nur die weltlichen Dinge, über die das Fernsehen und das Radio berichten. Und ja, plötzlich ist hier von was ganz anderem zunächst die Rede als Liebe, sondern wieder vom Sinn, ne? Die Dinge beziehen ihren Sinn aus der Weltmitte heraus. Insofern könnte man diese zwei Arten zu lieben auch umdeuten als zwei Arten Sinn zu finden im Leben. Der eine Sinnsuchende, der so wie der, der vom Rand des Universums aus auf das Zentrum hin liebt, der glaubt, dass der Sinn seines Lebens irgendwo anders sein muss, im Zentrum des Lebens, aber nicht hier in diesem Alltag, der doch so weit weg ist vom Zentrum. Da muss doch irgendwas sein, das meinem alltäglichen Leben einen Sinn gibt. Und dieser Sinn kann alles sein. Es kann die Religion sein, es kann eine Ideologie sein, es kann ja ein Mensch sein, für den man lebt. Man sucht den Sinn außerhalb seiner selbst. Und die andere Form, Sinn zu suchen und zu finden, ist, ja, den Sinn hier und jetzt im eigenen Leben zu finden. Der Psychologe, Psychotherapeut Viktor Frankl sagt, das ist so eine Art kopernikanische Wende. Zunächst glaubt man, dass einem der Sinn des Lebens vom Leben selber irgendwann ja zufällt sozusagen. Man fragt das Leben nach dem Sinn. Welchen Sinn hat das Leben? Oder man fragt seine Eltern nach dem Sinn des Lebens. Man fragt die Lehrer in der Schule nach dem Sinn des Lebens. Man fragt den Pfarrer in der Kirche nach dem Sinn des Lebens und man bekommt keine zufriedenstellende Antwort. So war es zumindest bei mir. Und Viktor Frankl sagt dann, die kopernikanische Wende besteht darin, dass man erkennt, nicht du bist es, der die Frage zu stellen hat, sondern das Leben stellt die Frage an dich. Welchen Sinn gibst du mir? Du bist derjenige, der die Antwort zu geben hat. Das heißt, ich stehe im Zentrum und es liegt an mir, an meiner Art und Weise, diesen heutigen Tag zu leben, an der es liegt, ob dieser Tag einen Sinn hat oder nicht. Ich bin es, der diesen Tag mit Sinn zu erfüllen hat. Und naja, Pénétré sagt, wenn man der Weltmitte in einer Person begegnet, also wenn man einer Person begegnet, von der man das Gefühl hat, dass sie dem Leben Sinn gibt, dann liebt man diese Person. Wobei natürlich immer noch die Frage ist, ja, liebt man diese Person wirklich oder ist das so eine Liebe wie die Liebe eines Teenagers,
der sich da ein Plakat, ein Poster von Justin Bieber an die Wand nagelt oder wem auch immer und jeden Morgen beim Aufstehen daran denkt, was der Justin Bieber wohl heute macht und beim Einschlafen dann noch ein kleines Gebet an den Justin Bieber sendet. Und dem das vielleicht dabei hilft, seine Probleme als 14-Jähriger so ein bisschen in den Griff zu bekommen. Und dann sagt der 14-Jährige dann zu seinem Kater, du hast aber auch gesagt, dass es eine Liebe gibt, die von der Weltmitte aus an den Rand reicht. Und der Kater sagt, genau, wenn du die Sicherheit in dir selbst gefunden hast, mit der Weltmitte verbunden zu sein, und diese innere Sicherheit auch mit den Menschen ganz am Rand der Welt teilen willst, dann ist das ebenfalls Liebe. Eine Metapher, die jetzt auf der Hand liegt, wäre der Mond und die Sonne. Also die Liebe, die sich an den Rand stellt und das Objekt der Liebe ins Zentrum ist so wie der Mond, der wie ein Trabant um das Objekt seiner Liebe kreist und ohne die Erde, um die er kreisen kann, sozusagen seinen ganzen Sinn verlieren würde, dass das Leben hätte keinen Sinn mehr ohne das Objekt der Liebe. Er braucht im Grunde das Objekt der Liebe, das heißt, seine Liebe ist weniger ein Geben, als er braucht diese Liebe. Ohne das Objekt der Liebe wäre das Leben sinnlos und öde für ihn. Und die Sonne strahlt aus sich heraus und gibt ihre Energie, ihre Wärme, ihre Liebe an die Planeten, aber sie braucht die Planeten im Grunde nicht. Sie hat die Welt mit in sich selbst gefunden und verschenkt sich. Und Pénétré scheint hier ein wenig zu sagen, dass das so zwei Stufen sind. Zunächst muss man die Sicherheit in sich selbst gefunden haben, mit der Weltmitte verbunden zu sein. Und das kann man zum Beispiel laut Pénétré diese Sicherheit auch finden, wenn man eine Person findet, die man liebt und dann in dieser Liebe die Verbindung mit der Weltmitte spürt, die dem eigenen Leben dann Sinn gibt. Man muss zunächst diese Sicherheit in sich selbst gefunden haben, um dann diese innere Sicherheit auch mit den Menschen ganz am Rande der Welt zu teilen. Das heißt, man muss vielleicht erstmal als Mond seine Erde gefunden haben, um dann selber vom Mond sozusagen eine Metamorphose zu durchwandern und zur Sonne zu werden und zu leuchten und den anderen Planeten Licht zu spenden. Vielleicht in der Hoffnung, dass die ebenfalls zu der Erkenntnis kommen, dass sie selber auch weder Mond sind, noch Planeten, sondern selber Sterne, die leuchten. Und das bis dahin nur nicht wahrhaben wollten. Was mir hier ein bisschen fehlt oder was mir durch den Kopf geht, was ich mich frage, ist, gibt es da eine Verbindung zu der Unterscheidung von Pessimisten und Optimisten, die Pénétré ganz am Anfang des Buches macht? Im dritten Gespräch war das, glaube ich. Der Optimist hat Spaß einfach am Leben, der findet Vergnügen am Leben, so wie es ist, während der Pessimist immer noch Gründe braucht für das, was er tut, der eine Aufgabe braucht, ein Ziel braucht, der einen Sinn im Leben braucht, der eben nicht im Alltag selber liegt, der nicht Spaß und Vergnügen hat am Leben, so wie es gerade ist, der sich immer ein Ziel setzen muss. Und Pénétré hat ja gesagt, da gibt es diese zwei Typen von Menschen und das ist im Grunde, so wird man geboren. Man kann
nicht später vom Pessimisten noch zum Optimisten werden. Das Einzige, was geht, ist, dass man zum anständigen Pessimisten wird. Und das möchte er dann in dem Buch erklären. Für mich auf den ersten Blick erscheint es eigentlich selbstverständlich, dass wenn es diese Optimisten von Natur aus gibt, die Leute, die ja so geboren werden, dass sie an jedem einzelnen Tag einfach nur Spaß haben am Leben, dass die eigentlich im Grunde von Anfang an auch lieben müssten wie die Sonne. Die haben schon von Anfang an die Verbindung zur Weltmitte in sich selbst. Die müssen da nicht erst die Weltmitte im Justin Bieber oder in der Freundin oder in Jesus Christus zum Beispiel finden oder im Buddha, sondern die leben von Anfang an so wie eine Sonne, so ein wie ein rollendes Rad aus sich selbst heraus, so wie das unschuldige Kind, von dem Nietzsches Zarathustra spricht. Und die Pessimisten, die sind so wie der Mond, die brauchen immer etwas außer sich, um das sie kreisen können. Den Sinn, die Aufgabe, das Objekt der Liebe. Dann ist natürlich die Frage, ja, Pénétré hat ja behauptet, aus einem Pessimisten wird nie ein Optimist werden. Das heißt, wie kann er hier sagen, dass man, wenn man die Weltmitte in sich selbst gefunden hat, ja, geht das überhaupt für einen Pessimisten? Kann der dann wirklich zu einem Optimisten werden? Kann der so wie eine Sonne aus sich selber leuchten und diese Freude am Leben, dieses Strahlen an andere weitergeben? Oder muss man gar kein Optimist sein, um so zu leben? Ist das auch möglich für einen anständigen Pessimisten, die es ja auch gibt, laut Pénétré. Also, mich würde ein bisschen hier interessieren, was hat das zu tun mit der Unterscheidung zwischen Optimismus und Pessimismus oder hat es vielleicht gar nichts zu tun damit? Eine andere Frage, die ich mich stelle, die ich mir stelle, ist, ja, könnte man da nicht noch ein bisschen feiner unterscheiden? Die eine Liebe, die von außen, vom Rand des Universums auf das Zentrum hin gerichtet ist. Es ist eigentlich offensichtlich, dass da was fehlt an dieser Liebe. Andererseits hat diese Liebe vielleicht auch der Sonnenliebe sozusagen, der Liebe, die so ist wie die Sonne, etwas voraus, insofern als sie sich aus dem Zentrum herausnimmt. Wenn wir jetzt die Metapher von Mond und Sonne nehmen, ja, wir verdanken der Sonne unser Leben und auf der Erde, hier auf diesem Planeten, gäbe es kein Leben ohne die Sonne, wenn die Sonne nicht ihre Energie verschenken würde. Aber manchmal gibt es auch diese Form von Liebe, die ja erdrückend ist. Oder es gibt manchmal Menschen, die ja fast so wie die Weltmitte immer aus sich heraus sich verschenken an alles und jeden in der Welt, wo man dann aber manchmal sagt, ja, danke, ich habe genug, danke, ich habe genug von deiner Liebe. Kannst du mich bitte verschonen ein wenig? Da müsste man vielleicht noch ein bisschen differenzieren, ne? Ich habe das versucht, zum Beispiel in meinem letzten Buch, wo ich ja explizit über Liebe spreche, Liebe und Gelassenheit. Das Meer weist keinen Fluss zurück. Und sowohl in dem Buch als auch in dem Buch, das davor kam, ein Regentropfen kehrt ins Meer zurück, habe ich ein bisschen geschrieben über drei verschiedene Arten von Buddhismus bzw. vom Christentum, habe ich da auch geschrieben. Ich hatte ursprünglich den Verlag gebeten, dass ich eine Illustration da
verwenden durfte. Und ich wollte eigentlich zwei Illustrationen verwenden, sowohl für das Christentum als auch das Buddhismus, als auch den Buddhismus. Aber es ist dann immer so ein bisschen schwierig. Also nach meiner Erfahrung sind Verlage vielleicht einfach nur aus Kostengründen in der Regel nicht so glücklich, wenn man was eine Illustration reinbringen will in ein Buch. Da muss dann ein professioneller Grafiker ran und ja, vielleicht hatten Sie auch das Gefühl, für die Art von Buch, die meine beiden Bücher nun mal sind, ist die Grafik nicht geeignet. Also die beiden Grafiken, von denen ich spreche, habe ich davor schon mal in einem japanischen Buch, das ich geschrieben habe, vor einigen Jahren verwendet. Also das wäre die Grafik für das Christentum. Und hier A, das ist jetzt, was ich Christentum A nenne oder den ersten Vektor des Christentums. So wie ich die Evangelien verstehe, alles, was vor den Briefen kommt, also in den Evangelien, wo Jesus direkt spricht, da sagt er zum Beispiel, ihr sollt nicht nach dem Reich Gottes hier und da suchen. Merkt ihr nicht, das Reich Gottes ist bereits unter euch? Oder Jesus sagt, der, der an seinen Eltern hängt, an seinem Ehepartner, an seinen Kindern, der ist nicht würdig, mir zu folgen. Nur der, der bereit ist, sein Leben zu geben, der wird sein Leben finden. Der, der am Leben hängt, der wird es verlieren. Ihr müsst euer Kreuz, euer eigenes Kreuz auf euch nehmen und mir folgen. Dann ist auch die Rede von dem Nadelöhr, durch das man hindurch muss. Letztlich fordert Jesus in den Evangelien alles von uns, dass er wir alles von uns geben. Und er sagt, zumindest ja, für meine Ohren, sagt er, ich kann euch nur ein Beispiel geben. Ihr müsst meinem Beispiel folgen. Und das versuche ich hier mit der Grafik hier auszudrücken. Jesus ist einer von uns und wir haben alle, jeder von uns, unser Kreuz auf uns zu nehmen und auf Gott hingerichtet. Zunächst mal Gott. Und das ist hier sozusagen die Lebensmitte, die Weltmitte, aus der alle Dinge ihren Sinn beziehen. Wir haben Gott zu lieben und dafür unser Kreuz auf uns zu nehmen, das Leben loszulassen, um es zu gewinnen. Und dann ist dann hier dieser zweite Vektor, die zweite Richtung, der ist umgekehrt. Von Jesus auf die Menschen hingerichtet. Das ist der Vektor des Christentums, den man besonders klar, glaube ich, in den ja, Briefen begegnet, zum Beispiel den Briefen des Paulus. Wo davon die Rede ist, dass Paulus am Kreuz gestorben und wieder auferstanden ist für uns. Dass wir niemals gerecht sein können vor Gott. Dass die Gebote aber dennoch wichtig sind, dass das Gesetz trotzdem wichtig ist, und zwar deshalb, damit wir unsere Sünde erkennen. Nur wenn wir unsere Sünde erkennen und erkennen, dass wir nie gerecht sein können vor Gott, und dennoch ist Jesus auferstanden, dann erkennen wir, dass er für uns gestorben ist, dass er für unsere Sünde gestorben ist. Und auferstanden ist in uns. Paulus selber hat ja diese Erfahrung gemacht, dass er auf der Straße nach Damaskus plötzlich ja umfiel und nicht mehr sehen konnte und dann eine Stimme hörte, die ihm sagte: Warum trittst du gegen den Stachel? Und er fragte ja: Wer bist du denn? Und die Stimme sagt, ja, ich bin Jesus Christus, dein Erlöser. Und gehe jetzt mal in das Haus eines meiner Gläubigen, einer dieser Christen, die du verfolgst in Damaskus. Paulus war ja damals noch Saulus und verfolgte die Christen
Aber er folgte der Stimme, ging in das Haus des Christen, der ihm ja zunächst fürchtete, denn er wusste ja, dass Saulus einer seiner Verfolger ist, der ihm dann die Hand auflegte und da fielen ihm die Schuppen von den Augen, steht dann in den Briefen des Paulus. Und er wurde ja zum überzeugten Christen. Was heißt das? Ich würde sagen, dass in dem Moment Paulus die Weltmitte in sich selbst entdeckt hat, die Verbindung zur Weltmitte. Er sagt das so, und das ist ja auch der offizielle christliche Standpunkt, dass ja, Jesus ist am Kreuz gestorben und für die Sünden der Menschheit. Da ist immer so noch ein bisschen so die Diskussion, glaube ich, zwischen den Katholiken und den Protestanten. Ja, welche Rolle spielen denn dann die Werke, wenn der Glaube allein an die Erlösung durch Christus uns das Himmelreich beschert? Müssen wir dann überhaupt noch Gutes tun? Und vor 20 Jahren oder so gab es da, glaube ich, mal die Augsburger, wie heißt das, Vereinbarung zwischen den Katholiken und den Protestanten, wo sie sich darauf geeinigt haben, dass die Erlösung selbst, die Rechtfertigung durch Gott, durch den Glauben allein erfolgt, dass aber die Werke dennoch als ein, ja, Beweis des Glaubens zu gelten haben oder gelten dürfen. Das heißt, es sind nicht durch die Werke, es sind nicht durch die Werke, durch die ein Christ Rechtfertigung erlangt, sondern der Glaube allein. Aber wenn der Glaube da ist, dann werden dem Glauben auch Taten folgen. Wie dem auch sei, also ich habe das dann hier durch diese Illustration in der Mitte versucht darzustellen, dass es im Christentum nicht nur letztlich auf die eigene Anstrengung ankommt, sondern wenn man an eine Grenze stößt und über diese Grenze hinausgeht, plötzlich merkt, die Weltmitte, die ich da irgendwo ganz anders gesucht habe, die ist ja in mir. Im Christentum kommt das, diese Weltmitte dann plötzlich von senkrecht von oben, aber ich spüre sie in mir. Und dann, wenn man diese Erfahrung gemacht hat, dann kann man auch endlich, so wie es ja Jesus von uns fordert, wie es im Korintherbrief steht oder im Johannesbrief, den Nächsten lieben. Den, die anderen, die genauso wie ich mit der Weltmitte verbunden sind. Also der horizontale Vektor, der nicht nach oben auf Gott oder von Gott oder Jesus vertikal nach unten auf mich gerichtet ist, sondern ich teile diese Liebe, die mir geschenkt wurde, mit anderen. Also das, was Pénétrer hier nennt, die Liebe, die aus der Weltmitte hinaus an den Rand gerichtet ist und auch noch den letzten Menschen erreichen will. Das ist, glaube ich, der Vektor C. Ne? Während am Anfang die Liebe, die aufs Zentrum gerichtet ist, der Vektor A ist. Und um von A nach C zu gelangen, braucht man, glaube ich, diese Erfahrung B. Diese Kehrtwendung, diese kopernikanische Wendung, dass da nicht nur diese Liebe ist, die mich wie ein Trabanten mit dem Zentrum verbindet, wie den Mond mit der Erde, sondern dass ich selber das Zentrum darstelle. Dass ich selber leuchte oder zumindest ja dieses Leuchten empfange und weiterleuchten muss. Im Christentum wäre es wahrscheinlich eher ein Empfangen des Leuchtens. Ich werde geliebt von Gott. Und naja, im Buddhismus gibt es dann eine ähnliche Illustration. Also das wäre dann meine Illustration des Buddhismus. Drei Arten, drei Vektoren im Buddhismus. Zunächst versucht man selber, zum Beispiel durch Zazen, durch die eigene Anstrengung zum Buddha zu werden. Im Christentum ist es nicht möglich, durch die eigene Anstrengung zu Gott zu werden. Man kann noch nicht mal zu Jesus werden.
Aber man kann zumindest versuchen, ihm nachzufolgen und als gerechter Mensch zu leben. Aber zumindest im Protestantismus wird immer wieder betont, und so sehr wir uns auch anstrengen, die Gebote zu halten und rechtschaffen zu sein, vor den Augen Gottes werden wir nie uns mit unseren Werken rechtfertigen können. Im Buddhismus ist das ein bisschen anders. Da gibt es keine Erbsünde, da gibt es keine Erbschuld. Da heißt es, wir sind eigentlich schon Buddhas. Wir sind eigentlich schon Buddhas, wir haben das bloß vergessen. Aber wir können uns daran erinnern und so wie Buddhas leben hier und heute, zum Beispiel indem wir Sazen üben, indem wir jeden Tag so wie ein Buddha, wie ein Bodhisattva leben. Und so werden wir zu Buddha werden. Das ist allerdings nach meiner Erfahrung nicht so einfach. Man stößt beim Sazen an seine Grenze, man stößt im Alltag an seine Grenzen. Auch wenn man sein Bestes tut, so wie ein Bodhisattva zu leben. Und zum Beispiel so wie im Gespräch gestern gesagt wurde, seine Mitmenschen, so wie man das beim Hund oder einer Katze tun würde, den Kopf zu streicheln und denen zu sagen, ich akzeptiere euch so, wie ihr seid, ich mag euch so, wie ihr seid. Die Mitmenschen sind leider nicht so wie Hunde und Katzen, denen man auch im Internet immer wieder begegnet, weil sie so süß sind und die man sich auf den Schoß setzt. Bei den Mitmenschen stößt man da manchmal an eine Grenze. Und beim Sazen stößt man bekanntlich oft an seine Grenzen. Man kommt nicht weiter. Man tut sein Bestes. Die ersten Wochen, die ersten Monate, nachdem man angefangen hat mit dem Sazen, hat man vielleicht das Gefühl, dass man Fortschritte macht, dass man sich ein bisschen verändert hat, dass sich vielleicht auch der Alltag ein bisschen verändert hat, aber irgendwann geht es nicht weiter. Stößt man so an eine unsichtbare Mauer und es scheint nicht mehr weiterzugehen. Man tut sein Bestes, auch im Alltag, versucht sich ja bewusster zu sein bei jeder einzelnen Sache, die man tut, beim Essen. Man ist sich bewusst der Schritte, die man tut, auf dem Weg zur Arbeit und so weiter und so weiter und so weiter. Aber irgendwann geht es nicht mehr weiter. Und es gibt wahrscheinlich auch viele Leute, die dann in dem Moment aufhören mit der Praxis, weil ja, es ihnen nicht mehr diese Resultate bringt, die sie am Anfang vielleicht gebracht hat und die sie sich dann noch erhofft haben. Sie glaubten, auf diesem Weg, so wie hier bei A gezeigt wird, zum Buddha zu werden, aber sie sind immer noch Normalbürger. Manche von uns machen aber trotzdem dann weiter mit der Praxis. Vielleicht, weil es der letzte Strohhalm ist, an dem wir glauben, uns klammern zu können. So war es ein bisschen bei mir, ne? Ich werde manchmal gefragt, ja, du warst doch so verzweifelt in Antaishi die ersten 2, 3 Jahre. Wie kam es, dass du plötzlich trotzdem weitergemacht hast? Du hättest ja auch zurückgehen können, Anfang der 20er, Mitte 20 dann. Und zurückgehen können nach Deutschland, eine andere Arbeit suchen oder eine andere Praxis anfangen. Aber ich hatte aus irgendeinem Grunde immer das Gefühl, ja, das ist der einzige Weg. Wenn dieser Weg mich nicht ans Ziel führt, dann wird mich kein Weg ans Ziel führen. Trotzdem führte mich der Weg nicht weiter oder ich kam nicht weiter irgendwann mal in Antaishi, ne, als ich 25, 26, 27 war. Ich war Mönch geworden, mein Traum schien sich erfüllt zu haben, aber das Leben war so trist wie zuvor oder vielleicht sogar noch trister als zuvor.
da plötzlich in den Bergen mit den ganzen Japanern, die anders tickten als ich und die aus ganz anderen Gründen zum Teil im Kloster waren als ich. Und die Arbeit gefiel mir nicht. Und dann muss ich Kochdienst machen und den Mönchen schmeckte das nicht, was ich zu kochen hatte. Und das Satori war immer noch nicht da, das Satori, das ich haben wollte. Und dann muss man halt diesen Schritt machen irgendwann. Von dem ich gestern gesprochen habe. Also, man muss loslassen von dem Pfahlmast, an den man sich klammert, und alles von sich geben. Und das ist, glaube ich, was Jesus meint, wenn er sagt, ja, ihr müsst von Eltern und Kindern und Familie lassen und selbst vom eigenen Leben müsst ihr noch lassen und euer Kreuz auf euch nehmen. Und nur wer sein Leben loslässt, wird es gewinnen. Und da meint er, glaube ich, nicht, dass wenn man jetzt in diesem Leben 70, 80 Jahre die Zähne zusammenbeißt und sich einiges gefallen lässt, dass man dann später nach dem Tod dafür belohnt wird mit dem ewigen Leben, sondern im Gegenteil, in diesem Moment, wenn man loslässt, findet man das ewige Leben. Das lebt man schon, hat man schon die ganze Zeit gelebt, man wollte es nur nicht wahrhaben. Und im Sazen ist es halt das, was Dogen Zenji das Abfallen von Körper und Geist nennt. Im Shoji-Kapitel vom Shobogenzo, Leben und Tod, das man nicht im Futter für Pferd und Esel Buch finden kann, aber dafür in meinem letzten Buch, den größten Teil findet, davon findet man in dem Buch Das Meer weist keinen Fluss zurück. Im Shoji-Kapitel von Dogen gibt es diesen berühmten Absatz, wo es heißt: Lass Körper und Geist los und wirf sie hinein in Buddhas Haus. Dann wird von der Seite Buddhas aus, ohne eigene Kraft, ohne dass du deinen Geist anstrengen müsstest, wirst du von der Seite Buddhas aus getragen, selbst zu Buddha. Das ist die Erfahrung, die ich ja Buddhismus B nenne. Oh, hier beginnt der Buddhismus B. Im Christentum senkrecht von oben herab kommt dann Jesus und wird opfert sich für uns, aber wir entdecken dann den wiedergeborenen Jesus in uns selber. Im Buddhismus würde ich sagen, dass es weniger ein von oben herab ist, als von allen Seiten spüre ich, ich bin ja, wie sagt man, umfangen. Umfangen von Buddha-Natur, umfangen von Buddha. Das ist nichts, Buddha ist nichts, was ich erreiche. Buddha ist nicht der Planet, um den ich herumkreise, sondern ich stecke da drin, ich muss mich nur loslassen. Und Buddha trägt mich in dem Moment. Und dann wiederum hier Buddhismus C, das wäre so wie die Liebe, von der Penetre spricht, die sich vom Zentrum aus auf alle Dinge hinweg, auf alle Dinge, zu allen Dingen hin richtet. Wenn man diese Erfahrung gemacht hat, dann muss man auch mal wieder runter vom Sitzkissen. Und wieder rein in das scheinbar so sinnlose Spiel des Lebens, das Spiel des Lebens, aus dem man sich verabschieden wollte und sagt, hier, ich mache nicht mehr mit, ich laufe nicht mehr weiter am Hamsterrad, ich spiele nicht mehr dieses neokapitalistische Monopoly-Spiel. Ich ziehe mich zurück ins Kloster. Wenn man dann aber diese kopernikanische Wende an sich selbst erlebt hat, dann geht man zurück ins Spiel, macht wieder mit, aber spielt nach anderen Regeln als Bodhisattva. Das heißt, es geht nicht mehr um mich. Ne? Also hier, man sieht da vielleicht diese Figur im Zentrum in der Weltmitte, aber die hat sich aufgelöst. Also das ist der Punkt, wo ich meine, der Pénétré könnte da noch ein bisschen Unterschied machen. Ob man sich selbst ins Zentrum stellt, aber da ist noch das Ego, die Art von Liebe gibt es auch. Ne? Die Sonne, die ihre Planeten sozusagen verbrennt, durch zu viel von einer Liebe, die gar nicht gewünscht wird, ne? Oder
der Liebe, die zwar aus dem Zentrum kommt, aber da ist nichts mehr im Zentrum. Und die sich auf die anderen richtet, nicht um die mit der Liebe zu beglücken oder zu beeindrucken, hey, hier, ich liebe euch, diese Art von sadistischer Liebe, die es ja auch gibt. Ich brauche einen, den ich lieben kann, damit ich mich als Liebenden, als Gerechten, als Gottgefälligen sozusagen beweisen kann. Hier, guckt mich an, was für ein gutgläubiger Christ oder was für ein guter buddhistischer Bodhisattva ich bin. Guckt an, was ich alles Gutes tue. Nein, sondern es geht dem Bodhisattva nicht um sich selbst und eigentlich auch nur insofern um die anderen, als er den anderen dazu helfen will, dieselbe Erfahrung, diese Erfahrung B, am eigenen Leib zu erfahren und ebenfalls als das Zentrum ihrer Welt als Bodhisattvas andere zu lieben. Also das, was ich gestern gesagt habe, oder was Pinetri gesagt hat, ist, du wirst ewig warten müssen, wenn du darauf wartest, dass andere dich lieben oder dass andere dich so akzeptieren, wie du bist. Du musst dich selbst so akzeptieren, wie du bist. Und dann, wenn du das kannst, nur wenn du das kannst, ja, er sagt nicht nur, wenn du das kannst, er sagt, mach das und sag auch anderen, er sagt da eigentlich etwas, ja, was vielleicht falsch ist, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es aber auch richtig. Also was Pinetre sagt im gestrigen Gespräch ist ja, selbst wenn du es dir nicht selbst sagen kannst, ich akzeptiere mich so, wie ich bin, kannst du es ja jemand anders sagen. Das ist eigentlich viel einfacher. Das heißt, was er Pinetre sagt in dem Gespräch ist, selbst wenn du noch nicht an dem Punkt bist, B, wo du dich selbst als Weltmitte entdeckst, kannst du ja auch mal hier anfangen, bei C und anderen sagen, hey, ihr seid die Weltmitte. Ihr seid gut, wie ihr seid. Da gibt es nichts zu ändern. Ich akzeptiere euch so, wie ihr seid. Und von C dann zurückzukommen wie B. Also meine persönliche Erfahrung ist, dass das C hier, ich glaube, nicht so recht klappt, wenn man nicht auch schon B am eigenen Leib erlebt hat. Dann ist dieses C ein bisschen gekünstelt und da ist immer noch das Ego in der Mitte. Dass die anderen nur deshalb akzeptiert, weil es doch im Grunde hier etwas für sich selbst noch dabei erwartet. Da ist noch so ein bisschen Kalkulation, glaube ich, dahinter. Ja, so viel von mir. Heute ist es mal wieder ein bisschen länger geworden. Wenn du die Sicherheit in dir selbst gefunden hast, mit der Welt, mit der verbunden zu sein und diese innere Sicherheit auch mit den Menschen ganz am Rand der Welt teilen willst, dann ist das ebenfalls Liebe. Denn nicht nur ist das ebenfalls Liebe, sondern da beginnt dann eigentlich erst die echte Liebe. Das, was man im Christentum oder im Griechischen Agape nennt. Eine andere Frage, die ich versuche in meinem letzten Buch zu erörtern, ist ja, inwieweit andere Formen der Liebe, wie die romantische Liebe, Eros, oder die Liebe zwischen Freunden, Philia, auch dahin führen können, Schritte auf dem Weg sein können. Beziehungsweise Pénétré scheint ja hier zu sagen, dass man ja schon in der Liebe zu einem Freund oder einer Freundin der Weltmitte begegnen kann. Und wenn man der Weltmitte auf diese Weise begegnet ist und sie in sich selbst gefunden hat, dass man dann auch lieben kann wie eine Sonne. Also er negiert die erste Form der Liebe nicht. Und so wie ich das rede, scheint er hier auch einen Weg zu weisen, wie man als Pessimist anfangen kann und dann trotzdem optimistisch leben kann, aus sich herausrollen kann wie ein Rad.
und das teilen kann mit allen anderen lebenden Wesen im Universum. Im nächsten Kapitel kommt dann Pénétré auf Freunde und Freundschaft zu sprechen. Da sagt er dann, vielleicht überraschenderweise, Freunde braucht man nicht. Aber das Kapitel werde ich dann wieder später behandeln. Heute ging es um die Liebe. Vielleicht das Gespräch in dem Buch, das mich immer wieder von neuem beschäftigt und das mich ja auch an Dinge erinnert, die ich selber schon gedacht habe und wo ich das Gefühl habe, da fehlt vielleicht noch ein bisschen, da könnte man noch Verbindungen zu anderen Themen ziehen in dem Buch, die hier aber nicht gezogen werden. Aber das kann ja, wie gesagt, der Leser selber tun. Okay, so viel von meiner Seite. Viel Gelaber über etwas, was der Nagai sehr viel konzentrierter in diesem Gespräch ausdrückt. Viel Spaß mit dem Text und bis zum nächsten Mal.